Ja, hallo zusammen und willkommen bei den Screen Shooters, willkommen bei der neuen Flashback-Ausgabe und willkommen zum ersten Video auf oder vom bzw. mit dem Atari ST. Und dafür habe ich mir ausgesucht das Spiel Arkanoid. Entwickler war Akira Fujita, Publisher Taito, das seht ihr ja auch schon. Umgesetzt wurde es von Imagine. Der Release war 1986 als Arcade-Automat. Ja, muss ich noch erzählen, was Arkanoid ist? Ich mache es mal ganz kurz. Das ist ein Breakout-Clone vom Unternehmen Taito, habe ich ja gerade schon gesagt. Und wir müssen einen Ball mit einem Schläger abprallen lassen, um Steine aus einem Block, aus einem Feld über dem Schläger zu entfernen. Trifft man den Ball nicht mit seinem Schläger, dann verschwindet der aus dem unteren Bildschirmbereich. Das sehen wir jetzt gleich auch nochmal. Und man verliert sein Leben. Ja, ich sagte ja schon, eine Breakout-Clone, was sind so die Unterschiede? Es gibt Unterschiede, und zwar hat man jetzt hier bei Arkanoid Power-Ups, man hat gegnerische Raumschiffe, Laserkanonen, die Breite des Schlägers kann sich ändern, aber auch die Anzahl der Bälle kann sich verändern. Wir haben 32 Level und ein Abschlusslevel. Es gab Umsetzungen für einen C64, für einen Amiga, für MSX, Atari 800, Schneider, Amstrad CPC, ZX Spectrum und garantiert für viele, viele andere Systeme auch noch. Ja, die Version für den Atari 800, die haben wir uns hier schon mal angeguckt. Die ist schon vor ein paar Tagen oder Wochen sogar, kann man ja an der Stelle schon sagen, oder Monate sogar, egal. Auf jeden Fall gibt es hier ein Video schon zu der Version vom Atari 800. Auf dem Amiga haben wir uns Revenge of Doe Revenge of Doe angeguckt. Das ist Arkanoid 2. Wie gesagt, wir gucken uns jetzt hier Arkanoid an. Das ist die erste Version von Spiel, der erste Teil. Und ja, nachdem das Mutterschiff Arkanoid zerstört wurde, habe ich jetzt nicht mehr schnell gelesen. Naja. Gut, unser Spielfeld. Oben die Steine, die wir abräumen müssen, unten der Schläger. Ich bewege ihn da, drauf klebt der Ball. Bam, warten wir zu lange, wird der Ball automatisch abgeschossen. Ansonsten können wir mittels Maustaste, denn das Spiel wird hier mit Maus gespielt, den Ball freigeben. Ja, unser Ziel, oben diese ganzen Steine aufräumen. Erst dann öffnet sich eine Tür zum nächsten Level. Ich habe es schon gesagt, gesteuert wird mit... ja, da waren mehrere Bälle, ich war irritiert. Gesteuert wird mit der Maus. Ich mache es jetzt nochmal. Bam, ja, das für mehrere Bälle bin ich hier nicht gebaut. Bei E hätte sich, wenn ich mich richtig erinnere, der Schläger unten erweitert. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, bei C war das so. Wir werden es sicherlich noch erleben. Klebt der Ball dann am Schläger, wenn er ihn berührt, dann kann man nämlich hier unten neu positionieren und dann ja aus dem anderen Winkel den Ball abschießen. Das ist nämlich auch noch sowas, wollte ich gerade sagen. Man kann den Ball so ein bisschen anschneiden, so zumindest habe ich es in Erinnerung. Bla, interessiert nicht, wollen wir nochmal rein in das Spiel. Jetzt ein bisschen mehr Konzentration. Das möchte ich haben. Jetzt seht ihr, bam, können wir nämlich schießen und dabei ein anderes Power-Up aufsammeln. Dann wird das vorherige leider überschrieben. Wollte ich nicht. Ich wollte die Laserkanone behalten. Aber gut, ein etwas breiterer Schläger ist ja jetzt hier auch nicht verkehrt. Oben die Gegner. Ja, die fliegen dann jetzt unserem Ball auch so ein bisschen ins Gehege. Dann prallt er ab, verändert seine Flugbahn und man erwischt ihn nicht. Also, eigentlich schon. Aber ich habe ihn nicht erwischt. Bam, bam. So. Schön ist, wenn man ihn wirklich... Oh ja, der C, da war es. Dann klebt er hier am Schläger. Kann gut sein, wenn man das zum Beispiel jetzt hier so da abschießen möchte, dann kann man so ein bisschen steuern, wo er... lang fliegt.
und sich das Leben ein bisschen leichter machen. Halt dran denken. Die Flugbahn entscheidet natürlich auch noch, wo er ankommt. Jetzt haben wir wieder mehrere. Sollte zumindest einen im Spiel halten. Wäre vom Vorteil. Bam. Damit wir hier mal den zweiten Level sehen. Weiß ich das. Alter. Ich weiß, dass ich das Spiel früher wirklich gesuchtet habe. Da habe ich es allerdings auf dem C64 gespielt. Meine am Amiga, wir sind ja auch noch gezockt. Am Atari ST nie, weil ich den damals nicht hatte. Wie doof! Komm hier, eine Runde noch. Ja, auf den ST bin ich jetzt S24 gekommen. Da hatte ich dann die Option oder die Möglichkeit, mir ein Mega ST zu kaufen. Mega ST 4 ist die etwas professionell angehauchtere Version von dem Atari ST. Es ist kein STE. Ja, 4MB. Externe Tastatur. Desktop-Gehäuse. So ein bisschen das Gegenstück zum Amiga 2000. Da ist der Laser. Habe ich doch erwischt. Ah! Nicht aufgepasst. Da war ich zu sehr drauf aus, hier rumzuballern. Au. Boah, das war fies. Spielen tue ich allerdings jetzt gerade das Ganze auf dem Mega ST1. Den habe ich nämlich hier an der Capture-Card angeschlossen. Ist für das Spiel eigentlich auch völlig irrelevant, was für ein ST wir hier nutzen. So, komm. Bitte. Ach, Alter, das muss doch nicht rein. Zap. Ah, vorbei. Komm, jetzt aber. Nein, immer noch nicht. Da, jetzt nur noch die zwei da. Nur noch einer. Komm bitte. Das wird was. Ja. So, Runde 2. Also ihr habt ja schon gesehen, diese silbernen hier unten, die muss man zweimal treffen, damit sie kaputt gehen. Das können wir jetzt hier zunichte machen, zunutze machen, indem wir den Ball hier hochschicken. Und dann räumt er nämlich erstmal ab. Wir kann. Hoffe ich. Bam, 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 bam. Und hier kommen wir. Ups, in den nächsten Level mit dem Power-Up. Ja, wollte gerade sagen, das kann man zunutze machen. Dann schickt man nämlich den Ball da auf die Reise. Er arbeitet sich langsam durch den Scheiß durch. Runde 3. Komm, einmal das. Wie blöd. Kann klappen. Manchmal nicht. Oder ein Versuch. Komm, ein Versuch machen wir jetzt hier noch. Soll ja jeder sehen, wie doof ich mich hier anstelle. Ja, wie damals Breakout oder sonst was. Ich finde, das Spielprinzip ist so banal, so simpel. Aber es hat einen brutalen Suchtfaktor. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht
Bayer Versuch, irgendwelche Power-Ups einzusammeln, seinen Ball aus den Augen verliert. Das ist sehr dumm. Sprach er, tat es. Ja. Junge, 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 Junge. Ernsthaft, ne? Das kann echt nicht wahr sein, dass ich hier maximal 2 Level nur schaffe. Die im ersten Level schon meine ganzen Leben verbullert habe. Ja, die letzten Steine sind immer ein echtes Geduldsspiel. Es soll nicht sein. Ja, ich hätte vorher mehr trainieren sollen. Habe ich nicht. Das Spiel habe ich jetzt vor 10 Minuten das erste Mal wieder seit Jahren gespielt. Beziehungsweise seit der Atari 800 Version. Aber mit der Maus zu steuern ist dann nochmal ein bisschen was anderes als mit dem Joystick. Anyway, ich hoffe, euch hat der kleine Blick zurück auf Arkanoid gefallen. Das erste Video auf dem Atari ST. Ich denke, da werden noch so 2, 3, 4, 5 Folgen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr es ja mal in den Kommentaren hinterlassen, was ihr davon haltet, den Atari ST mit aufzunehmen. Und ja, in diesem Sinne, freut mich von euch zu hören. Macht's gut. Ciao. Bye, bye. Bis zum nächsten Video.